Hallo Römer, lieben Freunde, es geht sofort weiter. Für mich zumindest, für euch nicht. Ja, wir haben im letzten Part The Lamp besiegt und sind jetzt... Wurden wir irgendwas gefragt und jetzt starten wir nochmal von vorne den ganzen Run mit unseren jetzigen Items. Nee, das nehme ich nicht mit, das Item. Das lässt uns für Geld Türen öffnen. Das heißt Job und Itemraum und so. Aber wir haben so viele Schlüssel. Das ist unglaublich. Boah. Schluck auf. Ja, ich weiß nicht warum. Haben wir vielleicht, weil wir The Lamp besiegt haben oder... Ich weiß nicht, kommt das random einfach mal zwischendurch irgendwie, wenn man Lamp oder so besiegt? Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall. Ja, haben wir da jetzt über unserem Speed eine Flagge. Was auch immer die bringt. Also sie heißt wahrscheinlich, dass wir den Run einmal geschafft haben. Mehr weiß ich aber nicht. Was ist das? The Sun, okay. Holy Light! Hoiaiaia! Dieses Item ist so geil, aber wir haben keine Tränen. Ich glaube, also bringt Holy Light einfach nichts. Aber an sich ist dieses Item so gut, Alter. Es ist so gut. Was haben wir hier? Book of Shadows. Justice World. Stars. Zack. Nein, ich wollte Shadows nicht mitnehmen. World einmal einsetzen. Das heißt, wir sehen den Geheimraum, genau. Was haben wir hier? Das. Friendzone. Ich mag die Fliege. Geheimraum. Okay, wir können nochmal den Boss Rush machen, Leute. Und nochmal versuchen. Vielleicht haben wir jetzt endlich. Haben wir Blue Womp nicht schon freigeschalten? Ich bin der Meinung, wir haben das Blue Womp. Das heißt, Hush schon freigeschalten. Das nehmen wir mit. Aber naja, okay. Wir können hier halt jetzt. Wir können hier übel durchspeeden. Dadurch, dass wir einfach den übelsten Damage schon haben. Da habt ihr gerade den Effekt von dem einen Item gesehen. Wir verwandeln Gegner in Scheiße. Okay, aber wir bekommen immer ein Herzchen Schaden, wie es aussieht. Ich habe gerade ein Herzchen Schaden beim Rausgehen bekommen. Okay, also ein bisschen der Schwierigkeitsgrad ist schon erhöht. Wie es aussieht. Okay. Zack. Gut. Aber ich denke, so... Ich weiß ja nicht, wie es auf den nächsten Ebenen wird. Aber jetzt haben wir ja sowieso keine Probleme. Weil übelstes Damage. Die Stopwatch spielt auch mit. Hat, glaube ich, bisher noch keinen... Oh, drittes Fliegen-Item. Wir sind Belzebub. Das heißt, Fliegen werden jetzt zu freundlichen Fliegen, glaube ich. Oder wir kriegen keinen Schaden mehr durch Fliegen allgemein. Ist das nochmal die Broken Stopwatch? Yeah! Zweimal die Broken Stopwatch. Cool. Das heißt, der Item-Pool ist auch schon wieder neu. Das heißt, wir könnten nochmal Brimstone finden. Und nochmal Polyphemus. Okay, das ist cool. Also es ist so gesehen komplett neuer Run. Nur mit den komplett gleichen Items. Das ist sehr geil. Das ist übel geil. Das, Alter, ist das geil. Okay. Zack, hallo Larrys. Der Magic Mushroom. Alter, guckt euch unser Damage an, Mann. Ist das geil. Scary. Brauchen wir jetzt nicht, aber ich will meine roten Herzchen loswerden, deswegen machen wir das mal. Scary, ja. Lässt uns fliegen und ich glaube Spectral Trees. Das heißt, wir können durch Wände schießen. Brimstone kann eh schon durch Wände schießen, also durch... Nee, Wände ist falsch. Nicht Wände. Guppy-Item. Unser zweites, ne? Nice. Nicht durch Wände. Ich rede durch Steine und so. Also durch Objekte. Und... Ja, können wir aber eh schon alles. Wir können fliegen und wir können schon durch Wände schießen, weil wir Brimstone haben. Aber ich wollte halt meine roten Herzchen loswerden. Damit wir in Kampfräumen und so reingehen können, wie hier zum Beispiel. Weil in den anderen Kampfraum auf der letzten Ebene konnten wir nicht reingehen, weil wir ein Herzchen hatten. Weil wir zwei Herzchen hatten. Wodurch... ja, der Eingang geschlossen blieb. Man darf dann nämlich nur ein Herzchen haben, glaube ich. Mindestens ein Herzchen. Ein rotes. Reicht auch, wenn man die anderen roten Herzchen einfach verloren hat. Das heißt, sich Schaden genommen hat zum Beispiel. Aber... Oh. Ja.
Ah, ist das cool gerade, ey. Irgendwie feiere ich das. Wir nehmen das mit. Mehr Bomben und Feuerbomben. Sehr geil. Das andere Item ist ein Space-Item. Nee, gar nicht. Das andere Item hätten wir auch mitnehmen können. Und zwar ist das so ein Dummy, sag ich mal. Der läuft halt hier durch den Raum und zieht die Gegner auf sich. Alter, wir haben gerade den Kompass gefunden. Das heißt, wir wissen jetzt immer, wo es hingeht. Okay. Da unten ist ein Miniboss. Den ignorieren wir aber mal. Wie schaltet man nochmal Blue Baby frei? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde das gerne mal wissen. Denn ich würde den gerne wieder zocken. Blue Baby ist ein Charakter, der nur silberne und schwarze Herzchen haben kann. Keine roten Herzchen. Wir haben keinen Platz mehr. wenn er ein HP-Upgrade aufhebt, dann kriegt er keine roten Herzchen dazu, sondern ein blaues Herzchen. Okay. Oh Gott, ist das geil. Oh, das Damage ist so schön. Das ist so. Och Mann, es ist schön. Es ist echt schön. Zack. Die roten Herzchen muss Dagbam jetzt auch nicht aufheben. Wir haben genug. Und hier dürfte der richtige Weg sein zu allem. Schätze ich jetzt einfach mal. Einmal hier reingehen. Sprengen wir mal alles. Okay, nicht alles, wie es aussieht. Was ist das für eine Pille? Powerpills. Okay. Pheromone, okay. Hier reingehen, schwarze Herzchen mitnehmen, eins wieder verlieren. Hier reingehen, das blaue Herzchen mitnehmen, alles gut. Schön. Okay, wir nehmen das schwarze Herzchen wieder mit. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass wir Blue Baby freischalten, wenn wir komplett nur blaue Herzchen oder so haben. Vielleicht zählt das schwarze Herzchen nicht zu. Ich weiß es nicht. Rubber Cement, oh mein Gott, wie geil. Zählt das? Ja, es ist so gut. Oh, das ist so eine geile Kombi. Ja, Rubber Cement heißt Bouncing Tears, das heißt, wenn wir einen Gegner treffen oder die Wand treffen, dann, ja, kommen die Tränen halt zurück. Und das ist ja ziemlich geil mit Brimstone. Ziemlich geil mit Brimstone. Okay. Zack. Ey, Bombe mitnehmen. An die haben wir noch nicht 99, deswegen. Ich brauch dich noch, Bombe. So, ein Foto. Wir hatten eine 78%ige Devil-Deal-Chance, aber wir haben keinen Devil-Deal bekommen. Alter. Jetzt haben wir 100%. Jetzt müssen wir aber auch endlich mal einen bekommen. Bob's Brain. Ich glaube, jetzt kann ich Bob's Brain mitnehmen. Ich werde angerufen. Ich kann nicht. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich kann nicht rangehen. Ich kann aber auch nicht wegdrücken. Ich nehme Bob's Brain nicht mit. Okay. Zack. Zack. Okay, schwarze Herzchen. Geil. Wo müssen wir hin? Oben. Nur oben hin, okay. Was habe ich gerade? Ich hätte. Wir könnten Bob's Brain mitnehmen. Ich habe ja genug Leben auf jeden Fall. Und. So. Aber. Nö. Nö. Kein Bock mehr auf Bob's Brain, ey. Der Arsch. Hat mir mein Game versaut. Mein Run. Einfach so, eiskalt. Oh, Libra? Nee. Libra nehmen wir nicht mit. Oh, hätten wir Säumilk im letzten Run mitgenommen und hätten dann Libra bekommen. Oh, geil. Das wäre, oh, Libra und Säumilk ist halt eine geile Kombi. Libra gleicht nämlich all deine Stats aus. Mit Säumilk bekommst du eine übelste Fire Rate. Und dadurch, wenn du es dann mit Libra aufhebst, hast du eine übel gute Fire Rate, weil die halt so krass sinken kann sie nicht. Und außerdem trotzdem noch. Ja, geil, mehr Säcke. Und übelstes Damage und übelste Range und so weiter. Das ist übel gute Kombi, die beiden Items. Okay, nice. Jetzt haben wir hier eine Pille. Das war Pheromone, okay, brauchen wir nicht. Und njau. Oh, komm schon. Curse of the Maze. Hallo. Tschüss. Alter. Luck up und zwei Schlüssel. Genau. The Pact. Haben wir The Pact nicht im letzten Rad? Hä? Haben wir The Pact nicht schon aufgehoben?
Ja, haben wir schon. Egal, nehmen wir es halt nochmal mit. Noch mehr Damage. Ja gut, unsere, die Items können sich halt wiederholen dadurch, ne? Dass es so gesehen eigentlich ein neuer Run ist. Und gut, okay. Aber egal, ist alles okay. Habe ich halt zweimal gepackt, ist alles gut. Nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit. Sind wir hier drei goldene Kisten? Nochmal Bob's Brain. Willst du mich verarschen? Ich brauche dich nicht, Bob's Brain. The Tower, okay. Mehr Säcke. Mehr Säcke ist halt übel OP. Du hast jetzt so viele, oh, so viele Batterien und so viel Stuff. Das ist so geil. Das ist echt geil. Zack. Noch ein Sack, yeah. Unser Book of Belia brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Irgendwie. Haben wir schon echt... Ja, wir haben genug Damage. Eigentlich. Aber wenn ein gutes, wenn ein besseres Base-Item kommt, dann... Naja, brauchen wir eigentlich nicht. Bookworm, yeah. Auto-Jumpo brauchen wir eigentlich auch nicht, aber... Gut. So ein Schlüsselbettler muss auf den, ja, auf den, in der Chest-Ebene spawnen. Das nehmen wir mit. Dead's Key. Okay, wir nehmen Dead's Key mit. Nein, wir haben E. Obwohl doch. Obwohl nee. Obwohl doch. Okay. Dead's Key kann nämlich Sachen öffnen. Zum Beispiel die Tür zu Mega-Satan. Oder auch, normal einfach so ein Geheimräume etc. Ist eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht. Ich glaube, den Weg... Lack ab. Wir haben kein Trinket mehr gehabt. Okay. Nehmen wir Lack ab mit. Hat unser Trinket vielleicht das... Warte mal, welche? Ich muss mal gucken, welches Trinket wir im letzten Part am Ende hatten. Das werde ich mal nach dem Part hier nachgucken. Vielleicht hat das dazu das ist uns dazu gebracht, dass wir... Oh, my Reflections. Oh ja. Das ist ja cool. Miau, Mann, Alter, wie eine geile Kombi, Alter. Das ist echt cool. Unser Space-Item hat vielleicht... unser Trinket... Hat vielleicht den Effekt gemacht, dass wir die Ebene nochmal machen können oder den Run nochmal machen können mit denselben Items. Darauf bin ich gar nicht... Das habe ich mir gar nicht so überlegt. Oh, Magician nehmen wir gerne mit. Ja, Dead's Key kann viele Sachen öffnen. Two of Hearts brauchen wir nicht. In den Säcken kann übrigens auch sehr häufig eine Joker-Karte etc. drin sein. Da sind öfter mal Karten drin. Aber irgendwie haben wir gerade eher Kartenpech. So, ich kann es euch gleich mal demonstrieren, vielleicht. Also der Ski. Batterien, oh. Njong. So. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel der Ski einsetzen, haben wir zum Beispiel den Geheimraum hier geöffnet. Mit roten Herzen, die wir nicht brauchen. Okay. Hallo, Mom. Hallo, Mom. HP-Upgrade. Nee, nehmen wir nicht mit. Gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Hallo, Devil Deal. Guppy-Item. Ist ja eigentlich unser drittes, ne? Aber wir hatten Guppy's Tail ja schon. Guppy's Tail macht übrigens, dass wir mehr... Ah, 10 Bomben. Alles Kacke. Aber ich will den Boss-Rush halt nochmal machen gerne. Magician. Ups. Magician einsetzen. Njaum. Njaum. Unser Damage ist so übertrieben. Njau. Einfach fast alles besiegt instant, ey. Zack. Zack. Alter, ist das krass. Was wollte ich... Was, hä, hab ich irgend... Warte, was wollte ich eben sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ups. Besiegt, okay. Nochmal besiegt. Der Engel, komm schon. Besiegt. Zack. Ist das krass, Alter. Wir sind bei 12 Minuten, Mann. Wir machen gerade den Boss Rush. Einfach ganz gechillt. Ganz easy. Alter Vater. Das ist ja geil. Ich feier es. Okay. Wo ist der nächste? Oh nein. Ach da. Stain. Okay. Lalala. Oh Gott. Dich habe ich jetzt gar nicht mal erwartet, du. Ja, warum wir jetzt gerade Trollbomben gespawnt haben, das ist Curse of the Tower. Das Item, was wir aufgehoben hatten. Wenn wir getroffen werden, spawnen wir überall Bomben.
Trollbomben. Also einmal komplett im ganzen Raum. Oh! My Reflections, Brimstone, Homing Shots. Und Enk nehmen wir mit. Kommen wir als Blue Baby wieder, wenn wir sterben. Bouncy Tears, My Reflections, Brimstone und Homing Shot. Alter, das ist so eine gute Kombi, ey. Oh, das ist geil. Wir brauchen jetzt nur noch ein Item, was uns Homing-Effekt gibt. Das wäre super geil. Komm her. Nice. Reingehen. Öffnen. Was macht das nochmal? Piercing Shot, stimmt. Brauchen wir nicht. Wir haben gerade 3 Herzen verloren insgesamt. Nein. Nein. Wir werden sie nie wieder bekommen. Nie wieder diese Herzen. Ist das eigentlich der richtige Weg? Ich glaube schon. LOL. Okay, das war gerade richtig dumm. The World einsetzen. Schlüssel. Eben Auftrag, bam. Gib mir ein blaues Herz wieder, danke. Da ist ein Geheimraum, den brauchen wir aber nicht. Oh, herrlich. Herrliches Damage. Aber ich vermisse den Homing Shot. Ich werde zu oft getroffen hier, ey. Viel zu oft getroffen. Bob's Curse. Ja, unsere Bomben sind jetzt, glaube ich, giftig. Ich glaube irgendwie so. The Sun, the Lover. Ich nehme mal das Sun mit. Was hat gerade den Monstro besiegt? Ich habe nicht mal geschossen. Aber gut, okay. Oh, so viele. Oh Gott. Rollbombe. Two of Diamonds. Wow. The Lovers einsetzen. Two of Diamonds. Und das dann. Sehr gut. Wo müssen wir lang? Da ist nochmal ein Stachel. Oh, da ist nochmal ein Opferungsraum. Aber wir sind... Ah, Utero 1. Scheiße. Könnt nochmal zu The Lamp gehen. Aber ich hoffe einfach, dass wir auf der nächsten Ebene mal ein Devil-Deal bekommen. Das ist eigentlich gar nicht mal so bad, das Item, aber wir haben keine roten Herzen. Das ist die Blood Donation Machine, nur in Space-Item-Form. Tower nehmen wir jetzt nicht mit. Nein, ich will Sun mitnehmen. Das war dumm, dass ich da reingesprungen bin. Okay. Two of Diamonds, Alter. Wir haben genug Geld. Wir haben definitiv genug Geld. Eindeutig. Schlüssel, unendlich Schlüssel auch noch. Eieiei. Also das wird ein kurzer Part, glaube ich. Pentagramm nehmen wir mit. So, was für eine Devil-Deal-Chance haben wir auf dieser Ebene jetzt? 75%. Ich hoffe, wir bekommen ein Devil-Deal. Ich will diesen Mini-Boss besiegen. Genau, wir sind ja Belzebub. Das heißt, fliegen werden unsere Freunde. Das ist sehr geil. Hey! Bye! Goto brauchen wir nicht, das erhöht einfach nur unseren Speed. In den Zacki-Zacki-Raum will ich auch reingehen. Ohne Schaden zu nehmen eigentlich, aber okay. Was haben wir hier? The Sun, schon wieder. Nehmen wir, setzen wir einmal ein, dann sehen wir den Weg. Was haben wir hier? Oh, diese Gegner. Und nichts, wow, wir haben nichts bekommen. Gut, wo müssen wir lang? Da unten ist ein Kampfraum, den will ich aber nicht haben. Schade, es ist kein Opferungsraum gespawnt. Schade, schade. Goated! Wir kommen auf jeden Fall in die Hölle. Auf jeden Fall. Sehr geil. Finde ich gut. Goated hätte letzte Ebene auch schon kommen können. Letzten Run auch schon kommen können, gerne. Mann. Hier würde ich einmal reingehen. Einmal voll heilen. Geil. Sehr, sehr geil. Ja, wir haben uns jetzt voll geheilt. Das Bett, glaube ich, wenn wir keine roten Herzen haben, gibt es uns 3 blaue Herzen. Und wenn wir rote Herzen haben, füllt es uns einfach komplett auf und wir haben Guppy. Wir sind Guppy. Wir sind fucking Guppy. Geil. Und wir haben so viele Schlüssel und so viel Zeit, da können wir ein bisschen an dem hier spielen. Das finde ich sehr gut, dass wir Guppy sind. Nein! Okay. So, einmal noch spielen. Eine Kiste. Ja, danke. Oh Gott, so viel Stuff. So viel Stuff. Heilige Kacke. Blaues Herzchen, haben wir schon genug. So, okay. Ich glaube, wir haben die ganzen Schlüssel, die wir gerade ausgegeben haben, wieder reingekommen. Alter, ohne Witz. What the fuck? Hey.
Zack. Pille ignorieren wir einfach mal. Oh Gott, das ist so geil. Ja, Guppy ist übel OP. Weil wir als Guppy jetzt immer, wenn wir Schaden zufügen, Fliegen spawnen. Die uns halt helfen. Und diese Fliegen skalieren, soweit ich weiß, mit unserem Damage. Das war ein Insta-Kill, Alter. Heilige Kacke. Gut. Wir haben schon wieder nicht Dings geöffnet. Den Weg zu Hush. Ich glaube, wir haben ihn doch noch nicht freigeschalten. Das ist ein bisschen doof. Bin ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hätte Hush jetzt gerne gemacht mit unseren Items, Alter. Oi. Vor allem mit unserem Damage. Alter, Vater. Ist noch ein Geist, ich wollte gerade sagen. Ist noch ein Geist am Leben, ja. Weil die Tür nicht aufgegangen ist. Wir one-shotten einfach alles. Wir können mal Sun einsetzen. Und... nice. Komm schon. Danke. Zack. Zack, zack. Justice. Yeah. Nein, das weiße Herz will ich nicht. Blaues Herz nehme ich mit. Das auch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz in den Zacki-Zacki-Raum. Da hinten ist sonst nichts mehr, okay. Setzen dann eine Moon ein, damit wir schneller wieder zurückkommen. Und besiegen dann Satan. Also. Okay. Das war unerwartet. Rein hier. Wow. Raus. Zwei Schlüssel. Ja, gut. Ist jetzt nicht so nötig, aber gut. Schlüssel haben wir eigentlich genug. Okay. Komm. Devil Deal. Irgendwie eine Joker-Karte wäre ganz geil. Muss ich sagen. Damit wir... Joker? Ah, Tour of Hearts. Eine Joker-Karte wäre halt echt ganz geil. Ich gehe hier nochmal ein bisschen die Räume. Wir haben ja Zeit, ne? Wir sind gerade mal bei 20 Minuten fast. In dem Run hier. Und ja, 21 Minuten bei der Aufnahme. Joker? Ah, oh, Fragezeichen. Ah. Ja gut, aktiviert halt unser Space-Item, ne? Geheimraum haben wir hier nicht. Okay. Hier auch nicht. Schade. Hier vielleicht? Auch nicht. Nee, hier kann auch gar nicht sein. Wir haben so viele Batterien, ey. Zack. Hier auch nicht. Doch, da. Okay, ganz rechts. Zack. Batterie. Zack. Karte. Was ist das? Magician. Oh, ja. Geil. Stuck in the Loop. Wenn wir eine Karte oder eine Pille oder so einsetzen, dann kann es sein, dass die wieder gespawnt wird. Miau. Unser Damage ist nicht krass, nein. Unser Damage ist nicht krass, nein. Ich will nicht. Oh, ist das cool. Oh Mann, ey. Wir haben so wenig von Satan, da müssen wir ihn einfach zweimal machen. Ist einfach so. Hier, Dark Bam, hebt nochmal die Herzchen hoch. Zack, das hier auch bitte. Danke. Ja, gut, Leute. Ja. Das war's mit diesem Part auch. Ist ein kurzer Part, ich weiß, aber... kann ich nicht ändern. Wir haben nichts freigeschalten, leider. Schade. The End. Schade. Aber wir haben ganz viele Challenges freigeschalten, ne? Im letzten Part. Die ganzen... genau. Back-Ass. What? Okay. April's Fool und Ultra Hard. Ja. Aber die Challenges machen wir später erst. Wir haben Mom schon 4-mal besiegt. Wow. Wir müssen noch 6-mal, glaube ich, oder 7-mal besiegen. Was? Gut, wir haben mit Eden... ach, das zählte nicht. Ah. Okay. Wir haben Satan besiegt, aber Satan wird hier nicht angezeigt. Das ist dieses Kreuz links unter dem Herz. Bei Lazarus zum Beispiel. Weil es nicht gezählt hat. Und als Windstreak hat es auch nicht gezählt. Das ist gemein. Das ist gemein. Aber gut. Ja, war ein schöner Run. Ich glaube, wir machen im nächsten Part nochmal einen mit Apollyon. Einfach so.
versuchen wir. Und ich guck nochmal, wie man Blue Baby freischaltet. Würde ich sagen. Und dann sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.